Ah, jetzt wurde an der Stelle was gemacht. Ja, okay. Nochmal löschen. Ich glaube, dass man auf diese Weise das löscht. Okay, dann nochmal. So. Ne, mit rechts nicht. Ich habe keine Ahnung. Nochmal. So. Nö, das haut nicht hin. Oder muss ich... Ja, aber wenn... Doch, guck mal, jetzt ist da wieder was Neues. Da wurde doch jetzt gerade neue Erde hingesetzt. Also ich verstehe das nicht. Ich muss zweimal links... zweimal rechts. Hm. Oh, guck mal, jetzt ist da... Jetzt ist da so eine Brücke entstanden. Ich mach mal... Ich versuch's mal... Da... Oh, jetzt ist da auch was. Und wenn ich hier hingehe? Hm. Nochmal. Da unten... Da kann ich mal. Rechtsklick, rechtsklick. Hm. Also ich komme immer noch nicht so ganz hinter das Geheimnis hier. Ich mache hier nochmal frei. Aha. Hm. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich habe keine Lust, das jetzt nachzulesen. Ich habe sowieso jetzt gerade die Aufnahmen am Laufen. Also nochmal. Ich mache mal Rechtsklick. Rechtsklick. Okay, jetzt ist da hier alles... Scheint alles voll zu sein. Ich prüfe das nochmal nach. Okay, das Loch da war ja sowieso schon vorher da. Ja, genau, da darf ich jetzt nicht dran rum kritisieren. Okay. Nochmal. Rechtsklick. Rechtsklick. Hm. Es scheint alles voll zu sein. Jetzt mache ich das nochmal. Ich versuche das mal hier. Ich mache mal Rechtsklick hier. Und da. Oh, guck mal, das ist da so eine Mauer hier. Ja, genau. Also ich brauche zweimal Rechtsklick. So ungefähr wieder wegmachen. Ich brauche jetzt zweimal Rechtsklick und dann wird das alles mit Erde gemacht. Hm. Okay, gut. Irgendwie traue ich mich immer noch nicht so recht. Aber ich will ja nicht das ganze Haus kaputt machen. Und mehr schief gehen kann es ja nicht. Ich packe jetzt mal den Stock wieder weg hier. Die Schaufel auch mal dahin. Das kann man wieder dahin. Ja, okay, den Rest lassen wir mal so. So, jetzt will ich mal schauen, die Abmessungen. Ich will alles hier unterkellern, also untermauern hier. Das heißt, ich müsste da zum Beispiel bei dem dran klicken, hier da unten. Und dann am anderen Ende des Hauses in einer entsprechenden Tiefe dann da nochmal draufklicken. Und dann müssen wir ein bisschen warten, bis das alles berechnet wurde. So, hier an dem Ecke, an der Ecke. An dem Ecke, ja. Schon klar. Moment, so. Oh, ich brauche ja... Ich brauche ja auch... Ach nö, das mache ich mir jetzt einfach. Ich brauche keine Leiter. Ich buddel mich einfach so hoch. So, passt das so? Nee, das soll ein bisschen tiefer sein. Obwohl das ja reicht. Dann haben wir hier... Hat das Gebäude eigentlich einen Keller? Hier? Nee, eigentlich ja nicht, oder? Außer hier auf der einen Seite... Da war vielleicht mal ein Keller gedacht. Ja doch, stimmt. Da hatte ich mal überlegt. Aber dann doch keinen gemacht. Das wollte ich dann irgendwie mal machen, so als Idee, aber habe ich dann doch nicht. Nee, hier ist kein Keller. Auch hier, da mal schauen. Hier ist... Eins tiefer. Das könnte dann eventuell weggehen. Das müssen wir dann eben neu machen, aber okay. Hier drunter? Nee, also nur eigentlich hier. Oh, guck mal, da. Das könnte auch Probleme geben. Und ansonsten hier. Den Gang hier, aber okay. Das macht ja nichts. Das kann man neu machen. Ja, gut, dann... Achso, ich muss ja da hinten hin. Da bin ich jetzt gespannt, wie das wird.
So, wenn ich dann da drauf klicke, dann haben wir da... nee, da ja nicht. Da 1, 2, 3, 4. Bis zu 4. Also ich würde sagen, das genügt auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Wollen wir noch den Morgen abwarten? Nö, das machen wir jetzt noch. So, jetzt gewissenhaft. Also, ich will hier. Da. Hier, der hier. Zack, ein Rechtsklick. Und dann jetzt keine Dummheiten machen. Schnell dahin laufen. Nirgendwo anstoßen. So, da rein und dann. Und dann hier auf Rechtsklick. So, nee, da unten. Da, genau da. Rechtsklick. Okay, jetzt ist da alles voller Erde. Tatsächlich. Oder zumindest ist da jetzt Erde. Ich pack den gleich mal wieder weg hier. Okay, lasst uns mal schauen, wie es da vorne aussieht. Ja, jetzt ist natürlich auch Nacht. Ist jetzt keine große Fläche, kein großes Volumen. Das geht dann schnell. Hier ist... Ja gut, da war ja vorher auch schon Erde, ne? Okay, wir gehen mal ins Bett. Oh ja, genau, wir können ja einfach mal gleich hier schauen, ob da noch was ist. Denn da dürfte jetzt nichts mehr sein. Da müsste jetzt Erde sein. Oh, guck mal hier, da ist tatsächlich Erde. Ja, das scheint also geklappt zu haben. Jetzt gehen wir... Wir haben ja gerade Nacht. Wir können jetzt einfach mal hier... mitten auf dem Weg hier... eine Probebohrung machen. Hier, Schaufel. Ja, da ist alles Erde. Oh, guck mal, da ist Sand. Da habe ich noch ein bisschen tiefer gemacht. Okay, gut. Ja, aber da ist Sand. Ja, das ist okay. Der ist weiter unten. Oh, nee, das war zu viel. So. Also, es scheint geklappt zu haben. Jetzt gehe ich mal ins Bett. So, hier wieder ein bisschen frei machen. So, erstmal ab ins Bett. Und dann bauen wir... Oder könnten wir draußen erstmal die Löcher wieder zumachen und das Essen auch. Ja, das war der übliche Morgenrock, ne? Oh, da hat sich ja schon was gebildet hier. Ich brauche jetzt... Ja, was brauche ich jetzt eigentlich? Leitern. Und ich glaube Bruchstein. So, das wächst schon wieder mit Grasfoldern. Gehen wir mal um die Ecke rum und bauen da auch wieder alles voll mit Erde. So, da hinten. Da ist sogar schon ein bisschen Gras gewachsen. Ja, okay. Ja, damit wird das auch wieder gefüllt. Ja, nö, sollte alles passen. Okay, wir brauchen jetzt Bruchstein, habe ich aber... Ja, aber nicht viel. Bruchstein und Leitern. Das sollte eigentlich genügen, um die, um den Gang wieder zu machen. Wir sollten da ja unten... Das ist jetzt nur eine... Vier oder fünf Schichten betrifft das jetzt ja nur. Und nicht mehr. So, das wollte ich jetzt. Bruchstein natürlich. So, noch mehr Bruchstein. Boah, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Und dann noch eine Leiter. Also, Moment mal, wo bin ich jetzt? Ich wollte eigentlich dahin. Nicht eine Leiter, sondern ein bisschen mehr. Ja, das genügt aber auf jeden Fall auch. So, Kies, nö, sollte nicht mehr nötig sein. Oh, voll gegen die Säule gerannt. So, jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Okay, ich putte mich jetzt einfach mal hier runter. Die Leiter ist ja auch weg. Ah ja, und da ist wieder Leiter. Okay, gut. Der Gang hier, der ist noch so, wie er war. Okay, gut. Habe ich das irgendwie... Da hatte ich doch mal Bruchstein dann, oder? Oder Glattstein. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kommt da jetzt Bruchstein hin. Ah, das will er nicht. Okay, gut. Ah, doch, hier. Ich muss ein bisschen näher hin. Ja, genau. Und dann hier der noch. So, und auch hier an der Seite. Und dann...
den Rest mit Bruchstand hier voll machen. So, na, das wollte ich nicht. Muss ich erst wegmachen. Ich kann ja da ein bisschen die Leiter hochgehen. So, zack, dahin und dann hier Bruchstein und dann hier die Leiter. Ja, genau. Noch ein Stück da oben. So, damit sollte das wiederhergestellt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher auch Bruchstein war oder nicht. Aber ist egal, jetzt haben wir da Bruchstein. Okay, gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir das. Und dann habe ich endlich das Haus mal mit Erde untermauert. Und darunter ist immer noch Sand, aber ja, das ist egal. Ah ja, und hier. Oh, genau. Moment, das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Da ist da jetzt Erde darunter oder Stein? Das sollte eigentlich Stein sein. Und drüben im Bad ja auch. Da sollten die Marmordinger jetzt auch weg sein. Ja, siehst du, die sind auch weg. Die müssen wir wieder hinsetzen. Okay, gut. Dann haben wir da noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir brauchen Glattstein und diese Marmorsachen. Oh, ja, da bin ich gespannt, ob wir jetzt diese Marmorsachen haben. Ob wir die jetzt gleich auf Vorrat haben oder erst noch herstellen müssen. So, erstmal Glattstein. Nur hier unten. So, zack, Glattstein haben wir. Dann packe ich mal den Stab hier wieder weg. Aber was heißt wieder? Den packe ich zum ersten Mal weg. Den hatte ich ja vorher gar nicht. Okay, so. Und was war das jetzt noch? Moment, was wollte ich eigentlich machen? Ganz fleißig voller Pläne sammle ich mir oder will ich mir Sachen zusammensammeln und vergesse darauf, was ich eigentlich machen wollte mit diesen Sachen. Naja, das kennen wir. Das kommt öfter vor. Ich wollte jetzt... Ach ja, die Marmorsachen da. Wo habe ich denn Marmor? Wo habe ich denn Marmorzeug? Glas, Buntglas. Ne, das sind Stein, das ist Ziegel. Wo habe ich denn Marmor? Nö, da nicht. Da vielleicht Sandstein. Na, Sandstein. Nö, dann habe ich das vielleicht dort. Netherzeug. Ist das Netherzeug? Oh ja, tatsächlich. Hier, da, guck mal. Quarzsäule, ich war... Nee, ach so, das ist Quarz und nicht Marmor. Quarz, ach so. Ah, ja, okay, ja, gut, dann, dann ist das eben so. Wie sieht das hier aus? Ist das das, was ich brauche? Das hat ja oben... Nee, das ist das nicht, das sah anders aus. Und das da? Das war das hier, genau, das war's. Okay, gut. Da haben wir noch 8 Stück da und ich brauche, soweit ich weiß, 6... Oder doch 8? Ja, dann sollte es ja genügen. Und dann auch nicht zu vergessen hier den Glattstein. Dann ging das ja doch schneller und unkomplizierter als gedacht. Naja gut, also machen wir erstmal das und ansonsten, ja, dürfte da so nichts weiter mehr sein. Es sind 6. Okay, gut. Und das hier. So, dann setzen wir das hier rein. Ja, genau, so sah das aus. Ich bin mir sicher, dass ich mich daran erinnere, dass das tatsächlich so aussah. Okay, dann hätten wir das Bad auch wieder. Und dann drüben. So, Tür zu. Drüben machen wir Stein. Ach, da hätte ich jetzt aber... Oh ja, doch. Nee, den Spaß mache ich mir jetzt. Ich werde jetzt... Oh, guck mal hier, das sind sogar einmal da. Sehr gut. Ich werde mir jetzt den Spaß machen und hier... Da bräuchte ich jetzt aber auch noch einen leeren Eimer. Wie kann ich jetzt schnell einen Eimer leer machen? Ach, das ist eine unendliche Quelle. Ach so, deswegen. Ja, dann bringt mir das ja sowieso nichts. Okay, gut. Ach, ich kann das doch... Ich kann das da reinschütten. Ja, okay. Nee, das ist eine unendliche Quelle und von daher... bringt mir das sowieso nichts. Dann muss ich das auf andere Weise feststellen... Ob da jetzt wirklich Erde ist, aber das muss ja so sein. So, und hier nochmal. Genau, da ist Erde. Dann ist es da, dort drüben vorne weiter auch. Jetzt werde ich gleich überschwemmt hier, genau. Das will ich nicht, also wieder hoch. Wie kriege ich das? Achso, das Wasser rausschöpfen geht ja nicht. Ah, ich muss es zumachen, genau.
So, genau, jetzt haben wir das zugemacht. Ich kann hier schon mal wieder daraus hin machen. Ich kann ja, um ein bisschen Platz zu haben, das hier mal eben wegmachen. So, dann hier wieder. Da ist immer noch mehr Wasser. Wie kommt das denn? Das wundert mich jetzt auch. So, wie sieht es denn dahinter eigentlich aus? Da muss noch ein bisschen Erde hin. Also jetzt muss das da, worauf ich jetzt stehe, mit Glattstein vollgefüllt werden. Hier haben wir Glattstein. So, und jetzt muss ich selbst... Achso, ich kann da hier auf den Glattstein drauf springen. So, und das kommt jetzt, da kommt jetzt wieder Wasser rein. Habe ich ja hier... Und noch einmal hier so.